Hallo, ich begrüße euch zu Sniper Elite. Jo, servus, grüß euch alle miteinander. Nächster Teil vom Horror-Schocker-Nazi-Schlechter. Und wieder mal dabei unser vielgeliebter Byte. Na, die Hallöchen. Und weiter geht's mit dem Zombie-Klatschen. So, ready. Wir spielen natürlich wieder mal auf dem Männer-Modus. So, Motive. Sind wir alle bereit, ne? Na, ich will... Los. K98, Thompson, Colt. Jetzt bin ich fertig. Jetzt. Da liegt der Waffen, Garant. Ne, ich bleib mal. Das sieht aus, als würde das hier eine Verteidigungsstellung sein. Oder kein Durchgang. Das ist kein. What the fuck? Habt das jetzt nur ich gesehen? Nein. Oh Gott. Leider Gottes. Oh, nein. Bücherverbrennung, sehr schön. Kranker Speise hier. Doch, das ist irgendwie sowas. Tschüss! Ich würde ja sagen, man könnte sich auch einfach hinter die Mauer zuziehen, weil sie da nicht rüberkommen und so. Ja, aber sie gehen dann links vorbei dran. Ja, es hat erstmal mehr Reaktionszeit, glaube ich. Vor allem habe ich 2 Meter so vor uns eine Mine platziert. Bleibst du liegen. Kommen die gerade aus dem Dächern? Jo. Aus dem Dach. Vielleicht wieder runter? Hinter dir, Kevin. Naja. Weiß. Achso. Ah, du bleibst liegen, verdammt! Umschauen, ob es was gibt. Munition. Gewehre. Granaten. Sicherungskosten. Ich würde den Hebel nicht runterdrücken. Aus Call of Duty weiß ich, dass dann nie was Gutes passiert. Oh. Ja. Pass vor dem Brennen auf. General Hobby 99,5 Meter. Stirb jetzt, verdammt. Schön. Ich finde das durch diesen Elite-Modus sehr lustig, wie ich auf einen anvisiere, weil ich das noch nicht mit einberechne mit dem Wind. Den dahinter laufenden treffe. Links. Von links.
3 für 1. Nice. Es gibt auch Querschläger, sehe ich gerade. Mhm. Damit will ich fahren, damit will ich fahren. Auch wenn ich ein bisschen die Gegend checken. Nee, davon ist es ja. Oh, doch keiner. Das ist mehr Safe House, aber. True. Wow. Da hinten. Laufen. Lauf. Rüber. Der General muss natürlich wieder alles köpfen. Ja. Ach. Mission, Mission. Der Web-Lehrer-Räuber. Wer? Der Web-Lehrer-Räuber. Achso. Irgendwie wie Enfield. Hast du mehr Muni für? Räume, oh, links. Hallo, wartet ihr mal, verdammt. Nope. Ey, Scheiße, am Scheiße am Klo. Gold am Scheißhaus. Oh. Scheiße am Klo, Alter. Okay. Wow. Da kommt noch mehr aus dem Klohaus. Einfach mit dem Sturmgewehr reinholzen, ne? White hat Ahnung hier vom Spiel. Vor allem den Panzer hat's gleich in alle Bestandteile zersetzt. Hey, cool. Ja. Okay, Verteidigungsposition. Hey. Was kann man da? Oh oh! Weg! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Oh, was? Das na, zurück! Weg von dort! Weg vom Rumpen! Nein, weiter Richtung! Hier rein! Hier rein! Wieder mal sehr schlau! Flinte. Ah, es kommen mehr Zombies! Kommt da einer, Kevin! Kevin? Ja! Komm rein hier, also! Die Flinte. Einfach da drin bleiben. Ich bin wichtig, ihr müsst mich schützen. Hier hinten liegt der Preacher. Wo? Hier hinten. Alle stürmen! Hier. Oh ja. Gebt mir die Zombies! Gebt mir die Zombies! Warte, lasst es mehr werden, lasst es mehr werden. Oh ja, komm's. Na, hört's auf! Handgranate. Granatentyp, Granate!
Boah. Na, komm her mit deiner Granate. Komm her, komm her. Preacher, einfach geil. Weiß nicht. Von hinten, von hinten, von hinten. Weg, 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 lauf, lauf. Der deutsche General macht das nix. Oh! Aber die. Oh. Fass die Preacher nicht an. Ja, wie lange haben wir hier noch dieses Teil explodiert? Keine Ahnung. Weil es tickt und tickt und tickt. Nettes Gimmick. Bewirkt nicht. Ah, jetzt. Oh, geh in die U-Bahn. Okay. Gehen in den U-Bahn-Tunnel. Kann sein, dass wir das mussten. Ich glaube, wir haben ihn gerade freigesprengt, ne? Ja. Kann man natürlich auch machen. Warte mal. Mhm. Ah, ne, hier kommt man nicht mehr rein in die Gebäude. Wupp. Zu dritt. Und alle drei tot, ne? Ah, das ist nie ein gutes Zeichen. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. Ja. Oh, oh. Wir kommen rechts aus dem Lüftungsschacht. Zurück in den Gang und bündeln lassen. Und hinlegen, hinlegen! Ich hab Stolpermin. Weg von den Türen. Versuch sie davon fernzuhalten. Wenn ein großer kommt, dann läuft er halt rein. Aber drei mehr habe ich ja mit erwischt. Nein? Boah. Natürlich weicht der Zombie der Mine aus, ne? Erinnert mich irgendwie an den ersten Teil von Sniper Elite. Habe ich damals auf der Playstation gespielt. Ging's auch durch eine U-Bahn.
Oh, Gold. Gold, Gold. Hier. Sehr gut. Oh, oh. Auf den Turm. Ah, geht nicht. Weg vom Turm. Da hinten ist ein Safe Room. Das ist ja noch gar nicht tot. Ich wollte gerade die Leiche durchsuchen. Hm. Oh nee, komm. Lass mich rein jetzt. Wer hat da denn keine Munition mehr gehabt? Mhm. Sehr schön. Ein Lagertor und da geht ein Bahngleis rein. Hm. Ah, okay, verstehe. Alle oben? Ja. Ans MG, einer ans MG. Leg Landminen. Wo geht. Achso, weiter ans MG. Gibt's hier noch irgendein MG zu besetzen? Schaut euch vor um. Na. No. Okay, aber man kann hier runter, also man kann hier oben quasi verweilen. Okay, gut zu wissen. Ich weiß ja nicht, ob. Warte mal. Hier werden wohl welche kommen. Ah, das ist Bahnhofslevel aus dem ersten Teil. Ja. Halt, 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 halt. Nicht, nicht, nicht. Okay, hier kann man nicht hoch. Ich hab hier schon irgendwoher bekannt vor. Okay, mach's an! Ich komm zurück! Bereit? Jawohl! Jawohl! Oh, da kommt noch eine Mitmannschaft. Ich schau hinten beim Aufgang. Achso, da liegt eine Mine, okay. Du musst wissen, ich hab 3 Minen gelegt, also. Hast du super gemacht, René. Was? Wer auch immer da gerade die ganze abgebrochen hat, hat unser gesamtes Minenfeld ausgelöst. Oh. Ja. Wow, schieß, schieß! Weit! What the fuck? Okay, hinter uns war was. Links wäre noch ein Maschinengewehr. Ah ne, dann nicht, die Lafette. Hm. Was ist das? Irgendwo ist noch. Nein. Von hinten kommt auch noch was. Jetzt war's da. Hm. Puh. Und um das Tor zu öffnen, braucht man jetzt so ein Radau. Hm. Da kommen ein paar mehr. Handgranaten ans Tor, wenn jemand hat.
an die Ingenieurshalle oder Werkstatt. Yep. Ups. Sniper oben. Oh. Haben. Hey, endlich einer mit Preacher-Munition. Müssen wir hoch oder rechts? Rechts. Ah, von oben kommt die auf die Handgranate. Aber wir werden auch wieder auf. Ich check oben trotzdem, ob es was gibt. Ja. Gold. White Knight die Stellung hält. Was macht ihr denn da oben? Naja, auf Gegner schießen. Was machst du da unten? Ja. Auf Gegner schießen. Willst du hier jetzt allein überleben oder was? Oh, Munition fürs Gewehr. Na, ihr. Hey, könnt ihr jetzt mal auf mich warten? Ich hab gewartet. White will über Line überleben. Blöde Kuh. Drei Sniper. Einen habe ich. Einer weniger. Alle weg. Yep. Da hängt er jetzt. Man kommt da nicht rein. Okay, nee. Das ist Sniper-Duell. Nein, nicht du! No. Preacher, Preacher! Na, die Flinte bringt da nichts gegen. Doch. Viermal. Ah, ihr müsst noch abdrucken können. Um das geht's. Wir beide auf mir ein, hey. No. Nein! Ich muss nachladen mit der Schrotti. Leb ihn wieder und lauft. Oder so.
Musste das unbedingt auf meine neue Uniform sein? Na gut. Ich glaube, hier liegt Munition für die Preacher. Wo? Hier. Oder nicht? Ja. Jo. Geil. Das ist aber keine Schrotflinte, wie ich erst gedacht habe. Sondern? Das waren normale Kugeln. Wie die von dem Gewehr halt. Das ist vielleicht nur eine Doppelladeflinte. Ja auch. Wo müssen wir durch, ne? Oder? Beeil dich, hat's geheißen, okay. Notbeleuchtung? Warum senkt da Skelette? Fliegende. Warum liegt da ein Mann enthauptet? Schräg. Überlebe die Belagerung. Aha, da kommt noch mehr. Oh. Wow. Das ist nur ein paar viele. Das ist keine Belagerung, das ist ein Sturmangriff. Die wollen halt nur auf den deutschen General, ne? Ne? Ja. Hilf ihm. Da oben ist ein Sniper. Ich hab mit sowas ja schon fast gerechnet, ne? Oh, noch ein Pfeffer. Ah! Ich erwische das Schwein. Was war denn? Toll, hier brennt alle. Ah! Jetzt treffe ich mal wieder. Why zum anderen Maschinengewehr? Ich übernehme die Mitte. Panzerfaust gehört mir.
Oh ja. Kundschaft. Ich lege auf jeder Seite eine Mine, damit ihr es wisst. Falls das Teil hochgeht, sofort rufen. Oh, Mine ist hochgegangen. Komm mal. Oh ja, da sind ein paar viele. Oh, brennende Brände. Au. Schweinchen. Da zieht noch eine Stolpermine. Lol, ich kann keine Mine platzieren. Komm ja schon wieder, Mensch. Hier. Da kommt mal ein Typ mit Hanka, auch bei dir, White. Ja. Okay. Oh, Dicker. Dicker mit dem MG. Jo. Kommen wir schon mit der Panzerfaust. Oh ja, Mitte. Ah, hast du schon. Oh, noch einer. Oh. Alter. War's aber auch. Wir müssen auf White Seite runter. Das ist anscheinend jetzt unsere Lokomotive. Yay. Tuff, tuff. Der Armin natürlich zuerst. Wer hätte das gedacht? Melde mich nur so nebenbei. Aber ich finde, der Teil war jetzt nicht so schwer für das, dass wir auf dem schwersten Modus spielen. Nö. Das stimmt. Ging. Aber wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Jürgen.